Mit jahrelang nicht gewechseltem Wasser, abgefallenen Fliesen und vielen Mängeln machte das Oldenburger Olandtestbad mehrfach negative Schlagzeilen. In Wildeshausen will man derartige Pannen gar nicht erst aufkommen lassen. Mit Beginn der Osterferien hat die Stadt das neue Krandelbad geschlossen. Einmal im Jahr muss das Wasser komplett aus dem Becken, sagt Badleiter Marcel Buller. Nur dann könne man sehen, ob die Fliesen noch richtig sitzen oder Düsen ausgetauscht werden müssten. Den Frühjahrsputz und die Gewährleistungsarbeiten hat er bewusst gemeinsam auf die Osterferien gelegt. Dadurch muss kein Schul- und Vereinssport ausfallen. Bereits am 8. April will er das Hallenbad wieder eröffnen.